So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Wir möchten ja dieses Mal, da wir wie das letzte Mal auch schon, Bericht erstatten in unserer kleinen Akademie. Da springen wir ein bisschen, das verbraucht zu viel Zeit. Wir können nicht springen, das ist. Ja, klasse. Jetzt greift uns wieder irgendein kleiner Penis an. Alter. Au, au, sag mal, was ist denn das? Was seid ihr denn für kleine Wichser hier? Das ist ja schlimm. Was war denn das für ein kleiner? Das ist natürlich toll. Nein, so toll ist das gar nicht. Ja, komm, weiter kämpfen, weiter. Wir sind, jawohl. Sag mal. Hahaha, das ist aber gar nicht mal so schwach hier, die. Jetzt haben wir ne, jetzt haben wir ne. Bab. 100 Fuß. Ich kenne 1000 Füße. Aber trotzdem, die 100 Füße bringen dir auch nichts. Ha, tada. Ah, nee, diesmal. Ich weiß ja nicht, wie stark die noch werden. Wir kämpfen uns jetzt mal weiter vor. Wir müssten nämlich Bericht erstatten. Warum ist unser Lager eigentlich so riesig und die anderen Städte hier so mini? Ganz brutal. Ja, ich muss einfach sagen, die Grafik her. Ah, schon wieder. Schon wieder irgendwelche kleinen. Ein Hinterhalt will mich verarschen. Danke. Jetzt komm du mal her, Kleiner. Toll. Das hat sich mal wieder richtig gelohnt, hier eine Mauer zu errichten. Jetzt steht hier für ewig ein Schutzwall rum. Das ist natürlich gut geplant, denn da hinten ist unser Lager. Und das möchten wir natürlich mit diesem kleinen Schutzwall schützen. So kann man auch eine fehlerhafte Attacke rechtfertigen. Okay. Habe ich kein Motorrad oder irgend sowas? Ein Pferd von mir aus. Petromans 842RG. The deployment of the Agito cadets initiated drastic progress toward the recovery of Animation, Ruin zumindest eine territory. Diashow. Following the cadets' brilliant success, the Consortium of Eight approved Operation Retaliate. Tja, Operation Vergeltung, das ist natürlich. Most of their lost territory. Toll. Da gibt es doch so einen Spruch, oder? Irgendwas mit Vergeltung und darin umkommen oder irgend sowas. Oder irgendwas ähnliches. Dominion military activity is on the rise and Concordia appears to be in league with them. Was? The Queen of Concordia is a cautious woman. Genau. She won't fully commit to a war. Sehe ich genauso. Das ist mir egal, Hauptsache ich kann kämpfen. Kämpfen. Kämpfen! Ja. Klar. Ab mit dir. Ab aufs Klo. Okay. Wer ist das? Keine Ahnung. Irgendein Nimbus. Ist es deine Intention, ihn zu benutzen? That is not your concern. Status report. Yes, sir. Engine 9 is operating within normal parameters. All we need to do is locate the target. Was? Then a focused disruption should bring it under our control. Speed up the search. Do whatever it takes. Das muss auch was Wichtiges sein. Das muss was richtig Wichtiges sein. The gears are turning. Faster than I had imagined. I must finish. Ich muss es vollbringen, ehe der Donner grollt. Das ist schon wegen so ein Rätsel aus Zelda oder so. Das kann aber nicht sein, denn das hier ist Final Fantasy und nicht Zelda. Sieh da. Drei Spacken auf dem Flur. Lord Shuyu!
But will that protect us? I mean, will that lead to the safety of the Dominion? Natürlich. I am Lassie. Nothing more, nothing less. Forgive my ass. Toll. Lord Shuyo is a Lassie. Ja, klar. Wart. Er ist besessen. Natürlich traue ich ihm. Hallo. The Dominion Army will proceed according to plan, if it pleases you. Do as you wish. There are no guarantees that I can make to you. Should the worst happen, order a retreat. Gut. Should the worst happen. Let us trust in the crystal's guidance. Der Kristall, der weiß alles. Möge der Kristall mit euch sein, mein junger Padawan. How exactly are you going to make up for this? Meaning what? Ja, welches Fehlverhalten? Wir haben nicht viel gelernt. Your unauthorized use of military personnel. This is a serious matter. A man is dead. I don't see the problem. Eine. One soldier died. That's all. And the children did a splendid job retaking the capital. Or is it too hard for you to calculate gains against losses? Even so. Es ist ein einzelner Typ gestorben, aber was nicht wie viele hundert. Jetzt bleibt mal geschmeidig hier. Why did it have to be him? Why did it have to be Izana Kunagiri? Because that's the one he wanted. What? I don't know how the two of them met. But Ace made it clear that's who he wanted. That's your only reason. You let one of my soldiers die. Because one of your brats said he wanted him to come. Ja, genau so muss das sein, oder? Was ich sag, ist jetzt. I need to remind you that the Chancellor has the final say on all military matters. Surely you wouldn't oppose his decision. I asked for him. Ja, so wie es aussieht, habe ich doch nicht nach ihm verlangt. Das ist natürlich klasse. Izana Kunagiri, keine Ahnung, wer das überhaupt ist. Wobei mir der Name bekannt vorkommt. Are you okay? You don't look so good. Makina? Makina Kunagiri? Yeah, that's me. Seriously, are you okay? Oh, scheiße. I'm sorry. You're acting weird. Okay, jetzt wissen wir auch, warum der Name uns so bekannt vorkommt. Ein neuer Eintrag wurde in den Arsch des Feuervogels freigeschaltet, in den Annalen. Sorry. Öffne das Buch im Kristallium oder wähle Archiv auf dem Titelbildschirm, um ihn anzusehen. Das interessiert mich aber nicht. So. Toll. Ein Tag und 12 Stunden für Missionsbeginn. Sagt man, das sind wir noch ganz sauber. Hallo Leute. So, jetzt gehen wir mal hin und sagen, Alter, was geht ab? Ich hab da nicht Nymphe verlangt. Ich glaube, es geht los. Gibt's eine Bugpipe. Bitch Slap. Ne, was? So. Leute. Well, that should do it. Everything seems to be in order. How do you feel? Scheiße. Not too bad. Are you used to the Peristylium? Everything's going well. If you ask me. You see the reports, haven't you? Yes, but there are some things the reports don't tell me. Are you saying you don't want us to make you look bad? Alter! I'm not worried about me. Besides, it's only natural for a mother to worry about her children. It's all well and good for you to go off to your battles. Die Unmutter, ich glaube, es geht los. Das ist irgend so ein Puma, wo so ein kleine Kinder vergeht. Ich glaube, es geht ab. If you weren't always held up in your office working on something. I'm as busy as ever. Du weißt mit was. So. Right. Hooray. Jawohl. Einen Supertrank erhalten, das ist aber schön. Und was geht bei euch so ab? Was willst du? Alles klar. Das ist schön. Der da hätte sowas wie einen Auftrag, aber das ist mir jetzt gerade irgendwie zu blöd.
Ja, jetzt gucken wir mal, was es noch alles in der Haupthalle und so gibt. Wir wollen ja auch mal. Ja. Ihr Besuch auf der Weltkarte kostet 6 Stunden an Zeit. Kannst du Kokobos zwischen? Das ist natürlich geil. Da hat eine Mission für mich. Da hat was. Hey, du bist auch aus der Klasse 0, Kokobo. Ich bin der Ehrenwerte Mokri. Der Klasse 5. Alter. Weißt du, warum die Kadetten in Klasse aufgeteilt sind? Kokobo. Nicht, dass mich interessieren würde. Nein, na, warum? Die Antwort ist ganz einfach, damit ihr ganz schnell viele neue Freunde finden könnt. Juhu. Die wahre Macht der Kadetten liegt nämlich in ihrer Freundschaft zueinander. Das ist toll. Freunde machen einen stärker. Jawohl, Freunde stehen einem Kampf zur Seite. Jawohl. Freundschaftsmächtiger als jeder Zauber. Hast du gerade über mich gelacht? Jo. Alter. Warum hat er jetzt gewusst, dass ich gelacht habe? Da werdet ihr sehen, dass der alte Mucki gleich recht hatte. Also behandelt deine Freunde gut, dann sind sie in der Not auch immer für dich da. Und jetzt ist gleich auf, jetzt zu lachen. Stopp, ich stelle meinen Bommel ins Maul. Das ist jetzt wiederum irgendwie pervers. Schon wieder Supertrank erhalten. Geht voll ab hier. Und wir haben noch 8 Stunden. So schnell kann's gehen. Haha. Ach, noch jemand. Komm. Der Mucki, Klasse 1, erfreut, jemand aus Klasse 0 zu treffen. Darf ich ehrlich sein mit dir? Klar. Ich mag euch nicht. Ich hab kein Problem mit euch als Menschen. Tja. Die Elite-Klasse hat sich wohl erledigt. Achso. Agito. Das gefällt mir, was ist Agito? Komm, bring mal eine. Alles klar, bring mal eine aus der Klasse 1. Dann zeige ich mal, was da abgeht. Dann werden wir ordentlich da die Kauleichen neu sortiert. So. Sechs Stunden Zeit kostet die Welt. Der Weltbesuch. Was hier eigentlich bedeutet, dass ich ganz einfach dahin gehen könnte. Raus, rinnen. Mission. Oder ich gehe einfach ganz fies dahin und sag, ich wäre bereit. Schickt mich los auf Mission. Das wäre natürlich auch cool. Wenn das geht. Ich weiß nicht, ob das ein Tag und 6 Stunden vorher schon geht. Was war das gerade für ein Rucken? Erdbeben, da war. Da oben war es, glaube ich, irgendwo. Die Kommandozentrale, genau, hier war das. Hier war das. Komm, wir müssen früher ausrücken. Früher ausrücken. Was ist das nochmal? Ah ja, ach, da habe ich doch immer noch genug da. Bleib doch mal geschmeidig. Kann es losgehen? Kampf um die Tokores-Festung. Der Rubuma-Armee gelang es, die militischen Einheiten in zurückzudrängen. Mit dem Rückzug der verbliebenen Truppen in die Festung stößt sie jedoch auf Schwierigkeiten. Ihr und weitere Kadetten erhaltet daher Befehl von der Kommandozentrale, die Kore Yo! Lasst uns dieses. Lasst uns diese Festung stürmen. Warum kann ich da nicht drüber springen? Ist doch scheiße. Ich bin schneller. Oh, oh. Ich bin schneller. Ich war schneller. Ich bräuchte mal einen Schleimlöser, glaube ich. Mein Hals ist ein bisschen zu hier. Also warum steht denn die jetzt schon wieder so blöde Mädchen rum? Halt mich nicht auf, ich muss kämpfen. Erzkristalle. Toll. Der heilige Ort, an dem aus den Armen der Magie geschmiedet wird. Aha. Oh.
Da könnte ich vielleicht neue Attacken lernen oder so. Das wäre natürlich der absolute Burner. Das wäre der Wahnsinn. Das wäre ja richtig hip. So. Erzkristallium. Stehen wir da. Und denken uns, Alter, was ist das? Wow. Hi. Ich habe das Gefühl, der guckt mich an irgendwie. Blitz-GWR freigeschaltet. Magiestärken, du bist nur dazu mächtig, das Potenzial der Magie im Erzkristall stärken dich, das erfüllen bestimmte Bedingungen kannst du außerdem neue Zaubersprüche freischalten. Natürlich toll. Aha. Was ist GWR, was ist FLT? Kann mir das irgendjemand sagen? MSA 14. Aha. Verstecken abgeschlossen, das ist toll. Gut. Das ist richtig cool. So, jetzt müssen wir nochmal. Ich glaube schon wieder zurück an das. An dieses, an den Kristallium-Dingsbums da, da vorne, das da. Da dran, glaube ich. Und dann bei Ace. Natürlich will ich den Stein, aber klar. Aufwertung, glaube ich. Fertigkeiten, Ace. Ja, genau. Alter, ich kann die ja alle schon wieder. Boah. Alle schon wieder hochpumpen hier. Das ist ja richtig krass. Energiesatz, aha. Aha, aha. Alles klar. Da muss ich schon wieder ein bisschen rumbasteln. Dann tue ich erstmal nur ihn verstärken und später dann. Wenn wir zur Mission aufbrechen, dann die anderen. Auf jeden Fall, das Tempo muss höher. Ich muss mehr schneller werden. Hier dreifach ausweichen, das ist natürlich noch cooler. Muss besser ausweichen können. Das ist gut. Noch irgendwas mit 3, das ist endlos ausweichen. Wirklich unbegrenzt ausweichen in Folge. Das ist aber schön. So, jetzt trifft mich keiner mehr. Jetzt bin ich der Richtige, der Alte. Der Schlüri. Der Alte. Jawohl, klasse. Ausrüstung. Haben wir da irgendwas Neues für ihn? Toll. Klasse. Gut, Eismagie benutze ich eh selten. Also kann man eigentlich schon einen Goldring reinklatschen. Okay. Dann gehen wir auf Einsatzbesprechung. Die Besprechung. So. I see you're all here. Let's begin. Some of you may already know. But the Consortium has authorized a large-scale counterattack to liberate our territories under Imperial occupation. All battle-ready cadets will participate in this campaign, along with the Concordian Army. Each cadet will act within an independent group, under the instruction of a commanding officer. So you're saying that we'll be acting separately from the main army? Natürlich, hallo, wir stecken. They'll be launching an offensive against the Imperial Army. Since the cadet units are few in number, you will have superior mobility. You will be oriented. Genau, die greifen an und lenken weg die Aufmerksamkeit auf die und dann können wir da mal richtig klatsch mal richtig aufteilen. So defensively speaking,
It is in our best interest to recover it quickly. The Togoreth stronghold is currently under the Empire's total control. It would be exceedingly difficult for the main army to take it back. Warum hockt der eigentlich immer auf dem Stuhl? Also auf der Stuhllehne oben drauf. Das ist... Hallo? Man tut die Füße nicht auf den Tisch legen. Mensch, wisst ihr das etwa nicht? Das ist der Sinn der Sache. Das. So muss das sein. Wegtreten! Kampf um. Ja, das haben wir vorher schon mal gelesen. Alles klar. Das ist cool. Das zeigt also dann. Ja, wir müssen da raus. Logisch. Alter. Bleibt geschmeidig. So. Da gehen wir dieses Gebiet erobern. Das Ganze aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Macht's gut und haut rein.